Das ist, ich finde als Bauleiter oft recht schwer zu sagen, weil bei mir jeder Tag sehr verschieden ist. Hauptsächlich, dass ich am Vormittag meistens auf der Baustelle bin, meine Termine abarbeite, mit die Bauarbeiter rede. Und am Nachmittag bin ich meistens im Büro, durchkalkulieren, Aufstellungen machen, Zeitpläne erstellen. In der Früh mache ich mir mal einen Kaffee. Und dann bereite ich mal alles für die Besprechung vor mit unserem Geschäftsführer, wo wir uns dann gemeinsam die Tagesthemen anschauen. Bei uns im Team sind alle Altersgruppen vorhanden, eben vom Lehrling bis zum erfahrenen Bauleiter, der das seit 30 Jahren macht. Mein Team ist so, dass wir zu zweit arbeiten. Wir teilen uns die Arbeiten auf. Wenn ich zum Beispiel auf die Baustelle fahre, ist der Marcel im Büro und umgekehrt. Wir machen auch oft was nur nach der Arbeit, gehen gemeinsam essen und schauen uns auch gemeinsam Konzerte an. Die Work-Life-Balance wird bei der Bauzone sicher sehr groß geschrieben. Und es ist jedem im Büro bewusst, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Wir können uns die Arbeitszeiten auch sehr gut flexibel einteilen und dann habe ich auch noch genug Zeit für mich. Sie kann in der Früh mal früher anfangen, dafür früher aufhören oder später anfangen und später heimgehen. Team-Events sind bei der Bauzone richtig cool. Wir waren zum Beispiel in Barcelona beim Spartan Race, wo jeder mitgemacht hat. Eine Weihnachtsfeier, wo alle dabei sind, bringt einfach wieder fürs ganze Jahr was für die Gemeinschaft und man lernt sie ganz anders kennen als nur im Arbeitsalltag. Unsere Führungskraft hat auf jeden Fall ein offenes Ohr für uns, egal ob privat oder beruflich. Ich darf mich natürlich an meinen Teamleiter immer wenden und wenn mal der Teamleiter nicht da ist, darf ich mich natürlich an meine Kollegen wenden. Am meisten Spaß macht mir, wenn ich ein Projekt über ein Jahr lang begleite und dann das fertige Projekt sehe und man denkt, Wahnsinn, das ist eigentlich genauso, wie es bei mir im Plan war und steht jetzt einfach in echt da und das ist richtig cool. Am meisten Spaß am Beruf macht mir die Abwechslung, weil es war das, was ich immer sehr gesucht habe. Und es ist jeder Tag anders. Ich habe jeden Tag neue Herausforderungen, viele Probleme, was ich auch lösen muss. Aber das ist das, was mir am Beruf Bauleitung am meisten gefällt.